Moinsen, herzlich willkommen heute zum ersten Tag der Kieler Open Source und Linux Tage, beziehungsweise es ist ja gar nicht der erste Tag, der erste Tag ist offiziell erst morgen am Freitag, aber wir haben gesagt, wir machen heute nach dem Aufbau noch einen Linux Presentation Day, weil wir sind sowieso alle hier und dann habt ihr die Möglichkeit, die mitgeholfen haben, aber auch alle, die jetzt noch dazugekommen sind, sich schon mal ein bisschen vorab über Linux zu informieren. Der Plan bei der ganzen Geschichte ist, dass wir heute erstmal jetzt eine kleine Einführung bieten, was Linux überhaupt ist und was man damit machen kann, also so für die kompletten Neueinsteiger im Prinzip. Und morgen geht es dann mit den richtig hochtrabenden Vorträgen bis rein in die OpenWRT-Eingeweide los, sodass man dann da das Kommandozeilen-Feeling bekommen kann und heute erstmal mit einem schönen bunten Pinguin einsteigen kann. Ja, noch so ein paar organisatorische Sachen. Also heute findet jetzt halt nur der Linux Presentation Day mit einem Vortrag von Hauke zu den Basics statt. Morgen dann hier in dem Raum das große Vortragsprogramm. Es gibt noch zwei weitere Räume, wo es noch Workshops gibt. Wir haben zwei Vortragsräume noch und zwei Workshopsräume, also fünf insgesamt parallel. Also wir haben ein relativ strammes Programm und für die Workshops kann man sich auch noch anmelden auf der Seite www.keylux.de. Genau. Das sind noch Plätze frei, kann man sich bei einigen Workshops zumindest noch anmelden. Einige sind auch schon ausgebucht, müsst ihr dann mal gucken, wie es gerade aussieht. Ich versuche das Video, für die, die ja online zuschauen, noch heute hochzuladen, also am Donnerstag, sodass ihr dann halt wirklich euch noch für Freitag und Samstag anmelden könnt. Aber auch wenn ihr nicht zu den Workshops wollt, vorbeikommen könnt ihr auf jeden Fall zu den Kieler Linux und Open Source Tagen. Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich, einfach hier vorbeikommen ins KITS, Kieler Technologie und Informationszentrum in Kiel. Ansonsten gibt es für 10 Euro unten Kaffeebecher, da kann man sich dann die Kaffee-Flatrate holen. Es gibt Sandwiches und andere kalte Getränke, da sind jede Menge Sachen aufgebaut für euch. Morgen am Freitag ist abends noch Grillen, nach dem letzten Vortrag fangen wir an, 17 bis 18 Uhr irgendwie. Grillgut gibt es, glaube ich, für Selbstkostenpreis hier? Lieber selbst mitbringen, also Grills haben wir da, Kohle haben wir da und ein paar Soßen, glaube ich, aber Grillgut lieber selbst mitnehmen. Genau. Und noch ein bisschen Salat dazu, dass man nicht nur Fleisch hat. Und, ja, Fleisch ist gesund. Fleisch ist mein Salat. Ne? Ja. Okay, ja, sonst noch irgendwelche Sachen anzukündigen? Samstag das Gleiche. Ansonsten die Ausstellung könnt ihr draußen auch noch besuchen. Haben verschiedene Aussteller ihre Stände aufgebaut, kann man sich noch informieren. Und ja. Jo. Dann haben wir alles, oder? Ja, ich denke schon. Dann jo. Bühne frei für den Linux Presentation Day und den Einladungsvortrag von Hauke. Jo, danke. Beim Linux Presentation Day geht es eben darum, Ein- und Umsteigern Linux etwas näher zu bringen. Dieses knuddelige kleine Pinguinchen da oben, das ist Tux, das ist das Maskottchen von Linux. Aber neben der Eigenschaft, dass dieser Pinguin so nett guckt, ist Linux ein sehr weit verbreitetes Betriebssystem, wenn nicht überhaupt das am weitesten verbreitete, nach Stückzahlen. Denn Linux steckt in vielen Geräten, wo man es gar nicht unbedingt vermutet und weiß. Also zum Beispiel in Routern, in der Fritzbox, im TomTom-Navigationsgerät, in der Variante Android auf unzähligen Tablets und Smartphones und die meisten Server im Internet laufen auch auf Linux und ja, also ist quasi so überall vorhanden, auf dem Desktop-Bereich nicht so unbedingt, aber das ist quasi die letzte Bastion. Genau, auf dem Rechner läuft eben auch ein Linux drauf. Ein bisschen Unterschied zu anderen Betriebssystemen, also Linux ist quelloffen und steht unter einer freien Lizenz. Was das genau bedeutet, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Vielleicht interessanter neben diesen Aspekten ist, was kann ich damit eigentlich machen? Wenn ich mir ein Desktop-System mit Linux installiert habe, will ich damit zum Beispiel arbeiten. Ich möchte aber damit auch chatten können. Ich möchte E-Mails schreiben. Ich möchte meine Termine organisieren. Ich möchte Homebanking machen. Ich möchte vielleicht meinen und eine Vielzahl von Rechnern administrieren. Ich möchte im Internet damit surfen können. Ich möchte damit spielen können. Es gibt Lernprogramme, die das SteamOS von Valve ist auch ein Linux. Ich kann Musik erstellen, konsumieren, ich kann Videos bearbeiten, ich kann Videos angucken, ich kann Software damit entwickeln, Fotos bearbeiten, verwalten und vieles, vieles mehr. Also letztendlich eine Wundertüte mit allem Möglichen dabei, was ich damit machen kann. Ein bisschen mehr dazu zu diesen was ist daran frei?
Das ist so ein bisschen philosophisch, also die vier Freiheiten, die man hat. Man hat die Freiheit, Linux und andere freie Software für jeden beliebigen Zweck zu verwenden. Also nicht, wenn das der Hersteller einem vorschreibt, du darfst es bloß montags bis mittwochs verwenden, von 9 bis 18 Uhr, danach kostet das extra und so. Das gibt es dabei nicht. Durch die Offenlegung des Quelltextes, aus dem das lauffähige Programm entsteht, kann man eben gucken, genau wie diese Programme funktionieren. Daraus kann man zum einen lernen, wie das geht, ist sehr lehrreich. Und was vielleicht viel wichtiger ist, andere Leute, die durchaus viel versierter darin sind, können sich den Code angucken und sehen, aha, an der Stelle ist jetzt irgendwas Böses eingebaut. Das ist viel einfacher herauszufinden und zu korrigieren als bei geschlossenen Programmen. Man hat die Möglichkeit, Linux und freie Software beliebig oft an Freunde, Bekannte, Firmen, sonst was weiterzugeben, auf beliebig vielen Rechnern zu installieren, auf CDs zu brennen, DVDs zu brennen, auf USB-Sticks zu verteilen, im Internet zu verteilen, wie man möchte, ohne dass man irgendwie eingeschränkt wird, irgendwelche Lizenzkosten da erwarten müsste. Und man hat als letzte Freiheit die Freiheit, Programme anzupassen an eigene Bedürfnisse. Man kann Verbesserungen daran vornehmen, wenn einem diese und jene Funktion nicht gefällt, kann man das bei eigenen Fähigkeiten entweder selbst machen oder man sucht sich jemanden, der diese Anpassungen vornimmt. Das ist eher sowas für Firmen. Und viele Freiwillige machen das eben auch. Wenn ihnen die Richtung eines Projektes nicht mehr gefällt, übernehmen die eben den Zustand und passen das an. Wieso ist das Ganze wichtig? Es hilft dabei, eben geschlossene Dateiformate zu entwickeln, wenn der Hersteller jetzt einfach, also bei einer geschlossenen Software, du musst jetzt das Folgeprodukt kaufen, sonst kannst du deine Datei nicht mehr öffnen. Das ist bei freier Software deutlich schwieriger, weil eben bekannt ist, wie die einzelnen Dateiformate funktionieren. Und andere Programme können eben gucken und diese Funktionalität einbauen. Ein anderes Problem ist eben, wenn ein Produkt eingestellt wird, was man eigentlich weiter nutzen möchte, ist das beim in der proprietären Softwarewelt relativ einfach. Da sagt der Hersteller, gibt's nicht mehr. So, entweder du kaufst den Nachfolger oder das gibt's gar nicht mehr. Das ist dabei eben auch schwierig durchzusetzen, weil es gehört eben nicht nur einem Hersteller, sondern jeder kann eben diese Änderung vornehmen. Versteckte Mängel und Hintertüren, das ist eine Sicherheitsfrage, lassen sich leichter finden und korrigieren. Mit dem Softwarewechsel hatte ich eigentlich auch schon ähnlich, sind eben auch inkooperative und geheime Schnittstellen, so dass eben ein Hersteller vorgibt, wie dieses Protokoll zu verwenden ist, sowas wie Skype zum Beispiel. Keiner weiß wirklich, wie es wirklich funktioniert und was es wirklich tut. Und da gibt es eben bloß die eine Software für, die damit auch richtig funktioniert. Und letztendlich, freie Software hilft eben gegen diese quasi Monopole, indem es eben eine Vielzahl von Mitbewerbern gibt, die auf dieses Wissen aufbauen können und die bessere, angepasste Produkte herstellen. Ich habe jetzt gesagt, Linux und freie Software, das klingt ja erstmal ganz schön und gut. Es gibt sehr, sehr viel freie Software. Normalerweise möchte man sich das nicht alles selbst zusammensuchen. Das ist irgendwie lästig und mühsam. Dazu gibt es eben Distributionen. Eine Distribution packt die Software, die es denn gibt, zusammen und macht ein Installationsmedium daraus. Dann kann man aus dem Internet eine Datei herunterladen, auf ein DVD-Rohling brennen oder eben auch auf einen USB-Stick kopieren und damit kann man Rechner installieren. Es gibt relativ viele Distributionen, bekannte und weniger bekannte. Einige verfolgen spezielle Zwecke. Es gibt welche für extra Musiker, extra für Grafiker. Dann gibt es Distributionen, die sich an Leute richten, die eher mit dem Rechner spielen wollen. Also es gibt eine große Bandbreite. Jetzt kommen wir zum interaktiven Teil. Ich brauche einen Freiwilligen.
Es gibt nämlich diese wunderbare Webseite distrochooser.de, die stellt ein paar Fragen und empfiehlt hinterher eine Distribution. Ah, sehr gut. Sehr gut. So. Genau. Dazu kommen wir nachher auch noch. Pro Linux, da kann man Informationen tagesaktuell zu Linux und Co. kriegen. So. DistroChooser. Und das Ding möchte bestimmt auch JavaScript haben. Ja, das ist so schön groß, das kann man auch super lesen. Also, es stellt Fragen. Test starten. So. Also, hier gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Ich kenne mich bereits gut mit dem Computer aus. Im Notfall kann ich auch selbst Lösungen für Probleme mit meinem System finden. Oder ich kenne mich noch nicht so gut am Computer aus und benötige zum Teil noch Hilfe. Eins. Gut. Upp. So. Nächste Frage. Es ist wirklich etwas groß. So. Ich kenne mich noch nicht so gut mit Linux aus. Ich benötige eventuell Hilfe bei manchen Problemen. Oder ich habe Linux bereits ein wenig verwendet. Oder ich kenne mich in Linux aus und kann auch tiefgreifende Probleme selbstständig lösen. Zwei. Wobei ich glaube, wer das Letzte beantwortet, ich glaube, der braucht diesen Test überhaupt nicht. Also ist jetzt bloß so eine Vermutung. Nein. Es ist wichtig zu wissen, welche Erfahrungen der Benutzer mit verschiedenen Betriebssystemen gemacht hat. Ich habe vorher Windows benutzt, vielleicht auch noch jetzt. Ich habe zuvor macOS eingesetzt, ich habe macOS und Windows eingesetzt, ich habe weder Windows noch macOS eingesetzt. So, und dum-dum-dum-dum-dum. Und da gibt es, ja, ne? Kubuntu, ja, das soll es sein. Kubuntu hat KDE als Oberfläche direkt und ja, Ubuntu selbst hat eben dieses Unity. Also sieht anders aus. Also an sich die grafische Oberfläche, das ist der. Genau, die Experience. Ah. Wusste gar nicht, dass das. Ach so, stimmt, haben wir noch mehr. Zorin OS. Auch ein Ubuntu-Derivat. Okay. Antergos. Okay. Mhm. Was das alles gibt? PC Linux OS. Okay. Linux Mint. Aber auch mit, also 81%, also das ist knapp. Das ist sehr knapp alles, ne? Also Linux Mint, ja, gibt's auch noch. Dann Manjaro. Ja gut, macht's jetzt nicht unbedingt einfacher. Das Problem ist so ein bisschen, dass dieser Distro-Chooser halt nur aufgrund dieser Fragen was auswählt, aber danach die Einordnung gar nicht weiter vornimmt. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein Derivat vom Derivat vom Derivat nehme, ist das ja für mich erstmal nicht so gut, wie wenn ich das ursprüngliche nehme, wenn das für mich genauso gut passt. Und diese Unterschiede sind dann in den Beschreibungen eigentlich relativ schlecht herausgearbeitet, finde ich. Also es ist zwar erstmal so ein netter Anhaltspunkt, aber im Prinzip bringt es mehr, sich mit irgendwelchen Linux-Leuten auf den Linux-Tagen zusammenzusetzen und sich darüber zu unterhalten und sich selber eine Meinung zu bilden. Weil bis man da die, was waren das, 16 Fragen, 26 Fragen? War relativ viel, ja. Ich habe das nicht mitgezählt. Bis ich die durchgeklickt habe und bekomme dann so ein Ergebnis, was irgendwie so ein bisschen an dem vorbeigeht, was ich halt tatsächlich brauche. Ja. Also ist nett gemacht, aber... Ja, es ist halt schwierig, ne? Also wenn du jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung hast, dafür ist es natürlich gut. Aber fang ja, irgendwann an. Wenn du keine Ahnung hast, schau dir einen Screenshot von KDE, also von Kubuntu an und von Ubuntu und dann bist du als absoluter Einsteiger erstmal wirklich gut bedient. Weil mit Ubuntu-Users hast du ja im Prinzip die einzig wirklich... phänomenale Community, die halt vom Wiki bis zum Forum über den Chat halt rund um die Uhr erreichbar ist und die eigentlich immer weiterhilft. Jo, genau. Also das sollte vielleicht auch da irgendwie noch ein bisschen stärker gewichtet werden. Ich weiß nicht, wie die das jetzt gewichten. Also ich hätte den Leuten auch immer gesagt, ach, nimm Linux Mint, das passt schon. Da hast du ein Startmenü. Das ist auch schon mit beliebt. Ja gut, dann gibt es ja unter ferner, naja, was heißt ferner liefen? War noch hier. Ist 60%, das sind gerade nicht so wenig und, ne, absolutes Schlusslicht. Was ist denn mit Debian? Hat ja auch KDE als... Ah, das ist ja noch eine schöne Übersicht. Kannst du mir mal genau, was das nicht nachher... Mhm.
So, jetzt ist sogar fast alles drauf. Wenn man jetzt noch wüsste, welche Frage jetzt welche ist. Da wollte ich über das Fragezeichen gehen. Ja. Dann. Benutzererfahrung. Ja, man kann es, das ist so ein bisschen so wie der Wahl-O-Mat, ne? Ob es das nun ist, ob es nun die richtigen Fragen stellt, die einen wirklich so, ne? Stellt ja auch nicht die Frage, bist du Musiker? Musst du unbedingt Musik bearbeiten? Kann nicht. Also von daher, ja. Aber für Leute, die wirklich überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, ist es vielleicht ganz nett. Die. Jo, genau. Datenrettung, ansonsten war da, ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ja, genau. Aber sonst ist der Überblick ein bisschen. Ja, klar, ne? Also ja. Je nachdem, wie man sowas macht, ist wirklich so wie der Wahl-O-Mat. Also stellt Fragen, die sich derjenige halt ausgedacht hat, der das da zusammenstellt. Und ja, ob das denn die entscheidenden Fragen sind für einen selbst, ist immer so die Sache, ne? Wann wurden denn diese vielen Vorschläge schon viel zu viel, das, was der Kollege sagt? Genau. Ja. Genau, so, richtig. Ansonsten, wie macht man das sonst? Wie gesagt, ihr wollt mir irgendwann mal so für Audioprogramme, für Video und sowas nur eine spezielle Festplatte mit, sagen wir, installieren. Sonst können wir das, also spezielle Sachen machen wir lieber nachher. Können wir in der Linux Lounge, da stehen auch ein paar Rechner und so, da können wir dann nochmal so ein bisschen durch. Wie kann ich das Ganze ausprobieren? Nachdem mir irgendjemand empfohlen hat, was ich nehmen soll, oder ich habe mir Screenshots angeguckt, das und das gefällt mir, jetzt will ich das mal ausprobieren. Also es gibt eben die Möglichkeit, eben sich eine Live-DVD zu brennen, das Ganze auf einen USB-Stick zu packen und dann damit den Rechner hochzufahren. Dann passiert auch der Festplatte nichts, die Daten darauf bleiben vollkommen unangetastet. Man kann da nichts bei kaputt machen, aber man kann schon mal ausprobieren, ob das hübsch ist, ob da das dabei ist, was man haben möchte. Oder es gibt auch Distributionen, die man halt immer bloß live ausführt. Es gibt welche speziell für Homebanking. Man kann aber auch auf alten Rechnern, wir haben draußen auch so ein altes Gerät, 10 Jahre alt, funktioniert immer noch. Darauf kann man auch Linux laufen lassen, denn die meisten davon sind relativ ressourcenschonend. Ja, oder man kann eben neben einem vorhandenen Betriebssystem, wenn noch ein bisschen Platz auf der Platte ist, dann Linux dazu installieren. Man kann aber auch noch eine virtuelle Maschine installieren, darin einfach mal ausprobieren, je nachdem, wie man das denn möchte. Oder eben die Variante, oder einfach mal jemanden fragen, der schon Linux benutzt. Zum Beispiel hier, morgen und übermorgen oder halt eben auch heute. Wie sieht sowas aus, wenn ich jetzt eine Linux Mint 81% Beliebtheit DVD reinschmeiße? Dann begrüßt mich erstmal so ein Startbildschirm. Achtung, in ein paar Sekunden fährt der Rechner davon hoch. Dann dauert es ein bisschen und dann gibt es eben diesen Desktop. Man kann schon mal diese ganzen Programme ausprobieren, ob das nun das ist, was man haben möchte. Je nachdem, ob man es jetzt von der DVD laufen lässt. DVD ist relativ langsam, was das angeht. Brüdelt das denn rum? Ist deutlich langsamer, als wenn man es richtig installiert. Aber es vermittelt schon mal einen Eindruck, ob es schon in die Richtung geht, was man haben möchte. Sieht das Ganze jetzt gut aus, kann man da auf dieses Icon Install Linux Mint draufklicken. Dann fragt es als erstes nach der Sprache. Welche Sprache soll es denn gerne sein? Dann gibt es eben eine kleine Überprüfung, die dann einmal guckt, wie viel freier Platz ist noch auf der Festplatte. Linux Mint ist relativ genügsam mit 8,3 in der alten Version. Ich glaube, die neue möchte jetzt sogar schon 10 GB haben. Kriegt man die Installation, also alles, was auf dem Medium drauf ist, installiert, inklusive Tabellenkalkulation, Schreibprogramme, Grafik, Internet, alles irgendwie. Und es überprüft eben, ob eine Internetverbindung da ist. Das ist ganz praktisch. Dann kann es eben auch noch Updates runterladen und eben diese zusätzlichen Sprachpakete, die nicht alle auf die DVD passen, herunterladen.
dann wo soll das Ganze denn hin? Also in diesem Fall war auf der Festplatte nichts drauf, oder jedenfalls nichts Wichtiges. Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Sollte an der Stelle ein anderes Betriebssystem auf der Festplatte gefunden werden, käme da eine weitere Auswahl, denn daneben installieren. Oder wer etwas sicherer, sicherheitsbewusster ist, der kann auch die Installation verschlüsseln. Oder für die Leute, die wirklich wissen, was sie tun, gibt es auch noch etwas anderes. Da kann man dann ganz frei partitionieren, formatieren, wie man lustig ist. Dann gibt es nochmal so einen Sicherheitsabfall. Soll das jetzt wirklich gemacht werden? Ja, natürlich. Dennoch die Zeitzone auswählen, damit die Uhr auch richtig geht. Dann nochmal, welche Tastatur ist es denn? Einen Benutzer anlegen, Passwort vergeben. Soll sich das System beim Hochfahren automatisch anmelden oder jedes Mal mit einem Passwort autorisiert werden? Ja, dann dauert das so ein bisschen, kommt darauf an, wie schnell der Rechner ist. Also auf dem 10 Jahre alten System hat es eine halbe Stunde gedauert. Updates hinterherziehen hat noch mal ein bisschen gedauert, aber ja, dreiviertel Stunde hat es denn gedauert und dann stand das auch. Nachdem die Installation dann komplett durch ist, kann man weiter in diesem Live-Modus rumspielen oder man kann das neue System eben ausprobieren. Es wird keine Eule abgenickt, man braucht keine Online-Registrierung, man braucht keine ominösen Serial-Codes, sonst irgendwas. Also es läuft einfach so. Man kann. Es gibt ja noch die Kategorie der kommerziellen, also Red Hat, SUSE, also SUSE Enterprise, Desktop und so weiter. Da muss man das irgendwie aktualisieren. Bei Red Hat kann man es, glaube ich, irgendwie benutzen, kriegt dann aber keine Updates. Aber eben bei allem, was eben frei ist, ist es eben frei. Da gibt es eben keine Registrierung, nichts. Genau, OpenSUSE, ja. Aber eben dieses SUSE Enterprise Desktop und Server, da muss man das irgendwie, ja. Wo gibt's hinterher Hilfe? Gute Anlaufstelle für Linux und auch was Hardware angeht und ja, Elektrobasteln. Ich glaube, das darf man nicht sagen. Aber gibt es hier eben den Verein TopPoint. Der macht jede Woche verschiedene Veranstaltungen, wo es denn zum einen um Software-Dinge gibt, aber es gibt eben auch Frickel, da geht es dann auch um Basteln und so weiter. Da kann man dann einfach mal hingehen, toppoint.de, mal gucken, welche Aktionen da gerade laufen, einfach mal vorbeigucken. Es gibt auch eine spezielle Veranstaltung, Nixorama, für Linux-Einsteiger, muss man sich aber vorher anmelden, weil die gerne wissen wollen, wie viele Leute kommen da. Ja, und natürlich die Kilo Open Source und Linux-Tage, die morgen sind und übermorgen. Oder eben bei allgemeinen Fragen, Schwierigkeiten am besten bei der Distribution selbst gucken. Die meisten, die größeren auf jeden Fall, haben Foren, so, wo man dann Fragen stellen kann. Das ist immer ganz praktisch. Oder wenn es jetzt was ganz Spezielles ist, meine Grafikanwendung funktioniert nicht mit meinem 3D-Plotter und sowas, dann lieber direkt an das entsprechende Projekt, was denn diese Software erstellt, daran treten. Dann gibt es noch ein paar allgemeinere Anlaufstellen, also wie die FSFE, die Free Software Foundation Europe, die fördert insgesamt freie Software. Pro Linux, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, da gibt es täglich aktuelle Linux-Nachrichten über neue Programme, über Aktionen, die es gibt und sonst was. Das Freie Magazin beschäftigt sich nicht nur mit Linux, sondern eben auch mit freier Kultur und Buchvorstellungen und sowas. Erscheint einmal monatlich als PDF, kann man sich kostenlos runterladen, kann man verteilen, wie man will, kann man auch ausdrucken, wenn man es will, was man nicht tun sollte, aber man kann es machen. Und auf unserer Webseite zu den Kilo Open Source und Linux Tagen gibt es eben Informationen zu den Kilo Open Source und Linux Tagen, aber wir machen auch ein paar weitere Termine, wie heute hier, zu denen es denn, wo denn vorher angekündigt wird, das und das kommt denn dann und dann. Und wie ich schon sagte, einige Distributionen haben ihre Communities und verschiedene Informationen. Ubuntu Users ist eine sehr schöne Seite, wo es eigentlich zu jedem Problem irgendeine Lösung gibt.
ist auch deutschsprachig, was auch praktisch ist. Und dann gibt es für Linux Mint sowas, für Elementary OS, für Debian, für OpenSUSE, für Mageia, für Fedora. Also eigentlich hat jede größere Distribution so eine Anlaufstelle. So, damit wäre ich erstmal durch. Wir haben draußen unsere Linux Lounge, da stehen insgesamt vier Rechner, zwei sind Raspberry Pis, ein Spielesystem, einmal, dass man darauf auch ein bisschen arbeiten kann. Es funktioniert wirklich auf diesem kleinen Board, was mit Gehäuse und so weiter irgendwie 50, 60 Euro kostet, kann man schon viele Dinge machen. Einen alten Rechner, 10 Jahre alt und ein bisschen was Aktuelleres haben wir auch da. Mit verschiedenen Distributionen, also wer will, kann gleich ein bisschen rumprobieren.